Lampukistan Gaming ist hier. Es geht direkt weiter mit Remnant, Teil 2 des Tutorials bzw. des Prologs. Okay. Dann müssen wir den Reaktor erstmal in der unteren Ebene finden. Das ist doch sicher der Reaktor, oder? Pass auf. Wir holen erstmal unsere Klinge zurück. Erstmal gucken, wo wir hin müssen. Hier sind wir aufgewacht. Hier gehen wir runter. Pass auf. Dann müssen wir hier hinter. Und hier ist der Riggs, ne? Hey, schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Oh, willkommen in Station 13. Hast du mir geholfen? Ich habe mein Bestes getan, dich zu verarzten. Du scheinst so einiges auszuhalten. Ich bin Riggler, aber die meisten nennen mich Riggs. Also dein Schwert hat im Kampf viel abbekommen. Konnte leider nicht viel reparieren. Die Klinge war zerschmettert, als wir dich fanden. Das ist jetzt leider nur noch Altmetall. Ace meinte, sie hat ein paar Waffen in der Stadt gefunden. Vielleicht kann sie dir helfen. Oh, sie ist anscheinend unten im Keller, um den Reaktor zu überprüfen. Viel Glück dort unten. Na gut. Dann begeben wir uns doch mal zum Reaktor. Das müsste theoretisch jetzt hier lang sein, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Auf der Minimap ist halt Dark Souls-like nichts vermerkt, wo wir hin müssen. Gehen wir mal da in diese Richtung. Genau, hier geht's schon mal bergab. Das klingt schon mal gut. So. Hier geht's weiter, hier geht's rein. Was ist hier? Reaktor-Level, genau. Wo steckst du? Falls du versuchst, dich zu erschrecken, werde ich... Was? Wo verdammt nochmal kommst du denn her? Ich hatte wegen dir fast einen Herzinfarkt. Hier unten läuft sonst niemand rum. Du bist nicht aus dieser Gegend, oder? Ich heiße Ace. Ace Cotterell. Und du? Ich suche nur den Reaktor. Tatsächlich? Nun, du hast ihn gefunden. Aber das alte Teil könnte uns Ärger machen. Hast du jemals einen Reaktor gestartet? Nee. Naja, es wird hier erstmal ganz schön laut werden. Aber du hast Glück. Man muss einfach nur einen Knopf am Terminal drücken. Es liegt über uns. Ich hätte mich ja selbst drum gekümmert, aber ich weiß nicht, was sich hier herumtreibt. Zu zweit haben wir vielleicht eine Chance. Also, ich hätte da eine Idee. Du gehst hoch und startest den Reaktor und ich helfe dir, die Monster loszuwerden. Du brauchst sicher eine Waffe, oder? Mal sehen, was ich für dich hab. Okay, und hier sind wir auch schon im Charakterauswahlmenü, ne? Wir haben drei verschiedene Charaktere, den Jäger, den Exkultisten und den Plünderer. Na, der hier hat eine dicke Schrotflinte, Repetierpistole, einen Altmetallhammer. Doppelläufige Schrotflinte, auch Repetierpistole und ein Altmetallkriegsbeil. Und wir gehen mal auf den Jäger, ne? Weil hier haben wir ein Jagdgewehr, haben wir die einzig andere Waffe, Altmetallschwert. Okay, bestätigen. Das sollte unsere Chancen verbessern. Geh hoch und aktiviere den Reaktor. Okay, das ist unser Starting Equipment und wir können, pass auf, wir können hier direkt eine Modifikation können wir nicht ausrüsten. Warum nicht? Der hat uns doch erzählt, wir haben irgendwas bekommen. Geht offenbar noch nicht. Egal, pass auf. Dann werden wir den Reaktor mal starten. Ab nach oben mit uns. Machen wir mal kurz, was die im Tutorial uns erzählen. Okay, mit Dreieck wechseln wir die Waffe. Okay. Reaktor initialisieren. Gut, mach dich bereit. Wir bekommen Besuch. Bösewichte? Oh shit, da sind die schon runtergesprungen. Hier kommt noch einer. Okay.
Shooter, klassische Steuerung. L2 zielen, R2 schießen. Man hat einen relativ guten Auto-Aim, also... Okay, Crit Zone ist im Kopf. Wir können aber auch mit unserem Schwert hier noch zuhauen. Hier ist Munition gedroppt, das ist das Rote. Das ist für euer Sniper-Gewehr. Oh, wer ist der hier? Okay, komm schon. Jawohl, hier haben wir noch was. Altmetall, das Altmetall ist unsere ultimative Währung. Das sind quasi die Seelen. Die Gegner droppen das immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen und damit könnt ihr dann eure Waffen zum Beispiel aufwerten. Oder Gegenstände kaufen. Na komm schon. Da ist noch einer um die Ecke. Wo sind denn noch die Bösewichte hier oben noch, oder? Was ist das? Oh shit, irgendwas greift mich an. Na komm schon. Okay. Überlebe 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Wir haben es geschafft. Oh shit, ich brenne. Was ist das denn für ein Typ hier? Oh, ausweichen. Wir müssen die restlichen Saattypen noch beseitigen. Scheinen noch Wege zu leben. Nein, jetzt haben wir den letzten. Gut. So, das sollte genügen. Du hast gut gekämpft. Wirklich. Ford hat richtig entschieden, dich runterzuschicken. Du solltest dich beim Commander melden. Komm mich mal in meinem Laden besuchen, klar? Du bekommst dann auch den Kann-gut-kämpfen-Rabatt. Okay. Das war eine großartige Leistung. Wir sind ein gutes Team. Sammeln wir noch ein bisschen das... So einen Kampf hatte ich schon lange nicht mehr. Den Loot ein, der hier auf dem Boden liegt. Wie gesagt, das ist unsere Währung. Das Altmetall, das Gute. Und dann gehen wir nochmal zu Commander Ford. So, wir müssen natürlich sprinten, verbraucht Ausdauer. Oh, okay. Zum Glück funktioniert das Licht wieder. Du riskierst sogar für Fremde ganz schön was. Meine Mission ist das Risiko wert. Ah ja. Du willst auf diese kleine Insel, richtig? Da es nicht viele davon gibt, machen Neuigkeiten hier schnell die Runde. Hey, hör zu. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich will helfen. Ehrlich. Du strahlst deine Aura des Schicksals aus. Du willst die Welt retten, nicht wahr? Naja, wollen wir die Welt retten? Natürlich, ich werde es versuchen. Das ist die richtige Einstellung. Hier, ich möchte, dass du das hier nimmst. Für viele ist es schwer, da draußen nicht die Hoffnung zu verlieren. Ein alter Freund sagte mir, es könne den Tod abwenden. Zumindest für kurze Zeit. Und solltest du sonst noch was für deine Ausflüge brauchen? Dann komm vorbei. Ace hat ihren Laden da drüben. Wir beide haben jede Menge nützliche Kostbarkeiten. Aber dieses Stück hier gebe ich dir kostenlos. Pass gut darauf auf. Danke für deine Hilfe. Eins noch. Alan, Commander Ford, weiß mehr über die Insel, als sie preisgeben will. Frag sie nach dem Gründer von Station 13.
Sie wird dir den Weg weisen. Hey, du. Okay, Drachenherz. Das sind quasi unsere Flakons, wie in Dark Souls. Damit können wir uns heilen. Mit L1 geht das. Ne, übliches Schema. Drücke L1, um die Gesundheit wiederherzustellen. Hier, bam, geheilt. Okay? Sehr gut. So, jetzt müssen wir... Halt mal, wir sind hier falsch. Wir müssen Commander Ford aufsuchen erneut. Ne? Wie gesagt, Sprinten kostet Ausdauer, genauso wie hier ausweichen. So. Commander Ford zurückkehren. Die gute Frau ist hier oben. Oder sind wir jetzt auf der falschen Seite? Nee, nee, hier links, ne? Ich bin froh, dass Sie den Reaktor wieder einschalten konnten. Reggie hat Ihnen also ein Drachenherz gegeben. Ah. Er würde dieses Artefakt nicht so leichtfertig hergeben. Er muss einen guten Grund haben. Er glaubt, dass ich ein Schicksal zu erfüllen habe. Lassen Sie mich raten. Ich soll Ihnen weiterhelfen, stimmt's? Nun gut. Reggie gibt sich wie ein alter Narr, aber sein Urteilsvermögen ist hervorragend. Sie haben sich bewährt, Fremdling. Ich bin bereit, Ihnen nach draußen zu helfen. Da sage ich nicht nein. Sie werden da draußen ohne Hilfe aber nicht lange durchhalten. Gehen Sie runter, um mit Riggs und McCabe zu sprechen. Sie werden Ihre Ausrüstung verbessern. Kehren Sie danach zu mir zurück. Okay, bisschen Backtracking ist natürlich noch angesagt. Das heißt, wir gehen hier wieder runter. Und sprechen mit ihm hier. Hey du, danke, dass du den Strom wieder eingeschaltet hast. Ford meinte, wir sollten dich für die Stadt klar machen. Als Dank dafür, dass du uns geholfen hast. Ah, vielleicht können wir deine alte Klinge doch noch verwenden. Lass mal sehen. Okay, okay. So, hier bei dem Typen können wir, wie gewohnt, unsere Waffen und Rüstungen aufwerten. Ihr seht das hier, ne? Altmetallschwert plus 1, Jagdgewehr plus 1. Das kostet uns 150 Altmetall sowie rechts unten Eisen. Eisen braucht ihr auch zum Aufwerten. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Jagdgewehr auf plus 1. Bäm, okay. So, jetzt haben wir zwar noch genug Altmetall, aber natürlich nicht genug Eisen. Eisen müssen wir farmen, das ist klar. Okay. Schon viel besser. Oh, und nimm das hier. Das Material ist nicht das stärkste, aber es sollte mehr Schutz als die alten Klamotten bieten. Ah, na also, so ist es stabiler. Jede Verbesserung hilft. Okay, brauchst du das selber nicht? Wir haben zwar nicht viel, aber du hast uns geholfen. Jetzt helfen wir dir. Schau jederzeit vorbei, wenn du deine Waffen aufwerten willst. McCabe da drüben wird dir mit deiner Rüstung helfen. Mit ihr solltest du nur über die Arbeit reden. Ach, weißt du, sie redet nicht gern mit Leuten. Okay, jetzt sprechen wir mit McCabe, das ist sie hier. Du bist also der Streuner, von dem Ford erzählt hat. Was hat sie denn gesagt? Ich soll dich für die Stadt ausrüsten. Echt sinnlos, die guten Teile einfach so zu vergeuden. Offenbar genügt es Commander Ford, wenn man ein paar Saatkreaturen getötet hat. Wenn Ford meine Zeit mit jedem dahergelaufenen Streuner vergeuden will, werde ich ihr was erzählen. Ich bin McCabe. Ich bin hier die Ingenieurin. Und du nervst mich jetzt schon. Ich bin kein Altmetallhändler, klar? Ich arbeite nicht mit Müll. Glasklar. Na, dann ist gut. Dann lass mal sehen, was du hast. Mehr bekommst du von mir nicht. Sammle weitere Komponenten, dann mache ich mehr. Für einen Preis. Geh jetzt. Hab keine Lust mehr auf dein Gerede. Dankeschön. Ja, ja. Okay, bei ihr können wir Waffenmods herstellen und dann in die Waffen einbauen. Das ist ganz cool. Okay. So, jetzt müssen wir wieder zu Commander Ford zurückkehren.
Oh, wo ist die gute Frau denn? Ah. Man hat sie ausgerüstet. Gut. Riggs und McCabe leisten hervorragende Arbeit. Ich hoffe, die Ausrüstung wird ihnen auf ihrem Weg helfen. Über die Tore können wir derzeit nicht nach draußen. Aber der Gründer, mein Großvater, hat mir vor Jahren diesen Schlüssel gegeben. Er sagte, wir sollen ihn nur verwenden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Nun, wir haben keine Wahl mehr. Sie haben schließlich ihr Leben für uns riskiert. Also gebührt ihnen die Ehre. Hier, im Hauptraum befindet sich ein Terminal. Verwenden Sie dort den Schlüssel. Mit etwas Glück können wir das Ding zum Laufen bringen. Vielen Dank. Oh, danken Sie mir nicht zu früh. Okay, wir sind einfach ein random dahergelaufener Typ und bekommen sofort einen sehr wichtigen Schlüssel, um die Basis zu verlassen. Das ist immer eine sehr geile Storyline. Okay. Bevor die gute Frau sich anders überlegt, werden wir uns hier verpissen, würde ich sagen. Pass auf, wir gehen erstmal hier ran. Und zwar können wir hier diesen Schlüssel einsetzen. So, und dann müssen wir noch am PC. Der sehr starke Fallout-Ähnlichkeiten hat, ne? Okay, wir initialisieren dieses ABDIP. Nur darüber gelesen und es nie selbst gesehen. Dieses rote Auge ist jetzt womöglich unser einziges Tor in die Welt da draußen. Sie wollen hier raus? Das ist Ihre Chance. Sollen wir ihr mal sagen, ich bin es leid, Ihr Laufbursche zu sein? Nun, glücklicherweise wird das nicht mehr nötig sein. Alles, was Sie suchen, befindet sich da draußen. Vor mir war mein Großvater der Commander. Er wird als Gründer von Station 13 gesehen. Als die Saat zum ersten Mal angriff, brachte er alle in die Station. Er war fest entschlossen, den Ursprung der Saat zu erfahren. Er verbrachte sehr viel Zeit da draußen. Und schließlich kehrte er eines Tages nicht zurück. Ich weiß nicht, was ihm zugestoßen ist. Glauben Sie, dass er noch lebt? Er kannte unsere Außenwelt besser als irgendjemand hier. Es ist einfacher, ihn für tot zu erklären. Direkt außerhalb der Station gibt es einen Raum. Seine Notizen und andere Anhaltspunkte befinden sich dort. Wenn Sie das Atoll erreichen wollen, dann ist er vielleicht der Letzte, der weiß, wie man dorthin gelangt. Hören Sie, ich weiß, das alles ist nicht leicht. Das ist es für niemanden. Aber Sie haben uns geholfen. Dafür bin ich dankbar. Sie sind hier jederzeit willkommen. Viel Glück. Okay, hervorragend. Wir haben den Weg in die Außenwelt entdeckt und damit das Tutorial abgeschlossen, beziehungsweise schrägstrich den Prolog von Remnant from the Ashes, aus der Asche, ne, zu Deutsch. Und ja, wenn euch dieses Video hier gefallen hat und ihr noch ein bisschen mehr von diesem Spiel sehen wollt, wenn wir uns auf dem Weg zum ersten Endboss machen, dann lasst mir doch
gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in einem meiner nächsten Videos. Mach's gut, bis dahin. Ciao und bloß kein Stress.